Hallöchen, da bin ich zurück. Und zwar schauen wir heute auf deinen Herzensmenschen in der Short Message, um einfach mal zu gucken, was geht denn hier auf der anderen Seite ab, was ist für ihn wichtig, was kommt auf ihn zu, welche Botschaft erhält er. Ich fand ja eure Botschaft mega, muss ich immer noch sagen, also ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Also wer die noch nicht gesehen hat, guckt euch die an. Jo, dann würde ich mal sagen, starten wir losi und schauen mal, mit welcher Energie dein Gegenüber in den nächsten Tagen zu tun hat. So. Die Geburt, eine sehr wundervolle Karte. Das heißt, es soll also etwas Neues bei deinem Gegenüber entstehen. Wir haben auch das Thema des Neuanfangs hier, ne? Aber man sieht auch, dass hier etwas, ja, nur in kleinen Schritten, sage ich jetzt mal, nach vorne geht. Wir haben hier wieder den Frühling auch mit dabei. Und es ist hier bei deinem Gegenüber Zeit für Wachstum und Entwicklung. Also irgendwas muss sich bei deinem Gegenüber tun oder beziehungsweise nicht muss, soll sich bei deinem Gegenüber tun. So, jetzt schauen wir uns mal das an. Was soll denn hier Neues entstehen oder um welch einen Neuanfang geht es denn hier? Bei einigen kann es tatsächlich sein, eben das aber eher bei sehr wenigen, aber bei einigen kann es sein, dass hier vielleicht sogar unter Umständen tatsächlich eine Geburt ansteht. Aber wir werden das gleich sehen hier. So. Die Lilien, ja, also es könnte tatsächlich etwas im familiären Bereich sein, ne? Aber die Lilien sind halt für mich innere Mitte, innere Balance oder überhaupt mal in die innere Ruhe zu finden, etwas auszugleichen, ne? Dass also hier wieder ein Ausgleich stattfindet. Vielleicht ist er auch gerade eben aus seinem Gleichgewicht, das könnte auch sein. Moment. Dann haben wir hier den Turm, ja, guck. Hier passt was nicht. Ne? Also hier geht es um innere Einkehr, hier geht es wirklich um Rückzug, Innehalten, also wirklich vielleicht auch das Thema der Selbstreflexion. Kann auch sein, dass ihr seit Winter hier schon eine Distanz habt, auch das wäre hier möglich. Aber die Botschaft, die ich hier reinkriege, ist wirklich, dass er hier in seine Mitte kommen muss. Und das geht halt nur, wenn man sozusagen in das Eremitendasein zurückgeht, ne? Indem man wirklich reif und weise überlegt, sich selbst reflektiert, Dinge anschaut, ne? Oh ja, ja, ja. Und da haben wir die Belastung drauf. Aber ich mache jetzt so, ich möchte hier zum Kreuz, möchte ich noch eine dazu ziehen. Was mache ich denn jetzt, dass wir da noch einen Platz alle haben? Also man sieht schon, ist alles sehr belastend. Ne? Also, dass er nicht in seinem Ausgleich ist, belastet ihn. Ja, dass er vielleicht auch einsam und allein ist, vielleicht distanzieren sich auch gerade hier einige Leute von ihm, das kann auch sein. Ja, oder auch eure Trennung. Ich möchte jetzt mal auf das Kreuz hier noch eine. Auch schon mal, da haben wir das Buch, die Lernaufgaben, diverse Kapitel, Geheimnisse. Okay. Ja, es scheint ihm nicht gut zu gehen. Ja, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also das sind jetzt nicht so die Brüllerkarten, die man sich wünschen würde, sondern ja, kann sein, dass er, wie gesagt, auch Distanz zur Familie hat oder wird da schon Distanz eingeleitet. Ja, deswegen passt das auch. Ne? Hier muss etwas Neues her. Es geht also darum, dass er sich hier für ein neues Kapitel vielleicht mal öffnet, ne? Oder ein neues Buch aufschlägt. Gewisse Lernaufgaben haben wir hier noch. Ja, Zeit für Wachstum, da haben wir es. Ne? Zeit zu lernen, Zeit sich zurückzuziehen und zu reflektieren. Okay, ja, passend, hier haben wir unterm Deck die Fische. Na, geht also um sein Seelenleben, um seine Emotionen, um seine Gefühle. Und da haben wir Verletzungen, ne? Die in der Tiefe hier hocken. Kann auch vielleicht sein, dass er aktuell auch finanzielle Probleme hat, ne? Weil der rote Faden zieht sich ja dann immer durch alle Bereiche im Leben. Das ist halt nun mal so.
Also hier muss dringendst, schleunigst etwas geklärt, bereinigt, geordnet und strukturiert werden. Na? Gerade was seine Verbindungen betrifft oder Wiederholungen, die er in seinem Leben hat. Können auch Verträge sein, kann aber auch jegliches Zwischenmenschliches sein. Wie gesagt, hier haben wir auch die Familie. Vielleicht gibt es da auch einiges, was im Argen liegt, was ihn belastet. Ja, Zeit für Veränderung. Guck, passt das Schiff wieder eigentlich dazu, ne? Und auch hier, ne, in deine Richtung muss eine Veränderung her. Wir sehen auch die Sehnsucht, die man nach dir hat. Aber eben auch diese Veränderung, wir haben hier das weibliche Prinzip. Ne? Das ist ja nichts anderes, indem er da auch mal seine weiblichen Anteile integrieren darf. Und sich wirklich ja, für sich selber hier auch mal einstehen darf. Ne? Also man sieht die Treue und Loyalität zu dir zwar, ne? Aber das ist, ich nehme das eher so wahr, dass man sagt, okay, der muss jetzt hier wirklich aktiv werden, etwas zu tun, also in sein Selbstvertrauen, in seinen Selbstwert auch hier zu kommen, ne? Weil man sieht, mit den Eulen ist er schon sehr hibbelig. Ne? Also auch momentan keine vorhandene Stärke da. Ja. Da ist man gerade wieder irgendwie so gefühlt gegen die Wand geknallt. So kommt mir das hier vor. So, klären wir mal weiter. Schauen wir uns mal die Karten hier genauer an. Also wie gesagt, hier kann man sagen, naja, ne, also dass ihm jetzt gerade die Sonne aus dem Hintern scheint, das würde ich jetzt hier nicht sagen, sondern dass hier jemand... Und da gehe ich wieder auf die aktuelle Situation zurück, die ich ja vor kurzem erstmal abgedreht habe. Mit den Zehn der Schwertern. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wer es noch nicht gesehen hat, auch sehr interessant gewesen. Dass man halt ja immer wieder zu Boden gedrückt wird, solange man hier einfach nicht lernt. Ja, dann geht es halt wieder in die Einsamkeit oder dann geht es halt wieder in die Isolierung. Weil eben hier schicksalhaft etwas zu lernen ist. Ne? Also, und da wird das Universum auch nicht mit sich reden lassen, so wie es ausschaut. So, schauen wir mal in die Lilien, auf die Lilien. Da haben wir die Blümchen. Und das Kind. Ja, das finde ich spannend. Also, wie gesagt, bei einigen kann es tatsächlich sein, dass jetzt hier zum Frühjahr eine Geburt ansteht, wenn dein Gegenüber hier ein Kind haben sollte. Es wird aber, wie gesagt, nur für sehr wenige sein. Aber es kommt mir als Botschaft rein, dass man, ja, man freut sich schon über dieses Kind, ne? Aber man weiß auch, dass es da irgendwie trotzdem nicht weitergeht. Ne? Das ist also dieses Kapitel, das ist, ne, da ist auch hier noch nicht alles geklärt, sage ich jetzt mal. Da wäre dann im Vordergrund aber einfach auch eine Trennung, die da vielleicht stattfindet und die Dame jetzt entbindet. Ne? Oder vielleicht hat man sich schon getrennt. Also wie gesagt, für sehr, sehr wenige. Sondern hier ist es eher so, dass man sagt, okay, im Frühling soll also dieser Neubeginn sein. Oder na, was die Karte der Geburt eigentlich hier schon sagt. Dass also etwas Neues entstehen darf oder dass es einen Neuanfang geben sollte. Aber auch hier haben wir halt mit dem Kind, ne, also es steckt halt alles noch in den Kinderschüchen, es ist nicht ausgereift. Es sind sehr kleine Schritte, was er hier unternimmt. Ja, und das ist halt, ja, wird wahrscheinlich noch bis zum Frühjahr dauern, bis er hier in diesem Wachstum reinkommt. Ne? Auch die Geburt ist die Karte des Frühlings, fängt ja wieder alles von vorne an, so ungefähr. Ne? Die Natur blüht auch wieder auf, aber auch eben alles sehr, sehr langsam. Und so schaut es ja auch bei deinem Gegenüber aus. Okay. Die Karte des Kompromisses, ja. Hier haben wir das, man sollte zu einer Einigung kommen, ne, oder dass Konflikte oder Diverses eben bereinigt werden sollte oder dass Lösungen gefunden werden sollten. Also das ist schon hier Zeit des Rückzuges noch. Na, der, also auch wenn der hier vielleicht mit Neuanfang rumwackelt oder wenn ihr kommt, ich weiß ja nicht, ob ihr Kontakt habt oder nicht, aber da ist es so, dass man sagt, nee, also das Ganze ist hier einfach noch nicht so weit,
dass man da etwas damit anfangen könnte. Sondern das ist einfach noch in der Entwicklungsphase, definitiv. Ja. Und dass er natürlich hier vielleicht versucht, Lösungsansätze zu finden, das kann wohl sein. Na? Oder dass er vielleicht auch mal einlenken muss, wenn er hier einen Neuanfang haben möchte. Na? Wenn er wieder in die Leichtigkeit gehen möchte und neu beginnen möchte, dann ist es halt so, dass man vielleicht auch mal ja, einlenken sollte oder vielleicht auch mal Kompromisse eingehen sollte oder überhaupt mal über vieles nachdenken sollte. Na? Also wir sind da immer noch in dieser ja, inneren Einkehr, ich kann es nicht anders sagen. Also der ist noch nicht ausgereift, der Mensch hier. Ich würde sagen, dass er gerade dabei ist, vielleicht Lösungen zu finden, ja, oder diverse Sachen zu bearbeiten, aber das wird bis früher noch dauern. Guck mal, die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit zeigt im Endeffekt an, dass er sich hier im Endeffekt noch zurückhalten sollte. Ja, das rechte Maß wahren sozusagen. Also das ist einfach noch nicht fertig hier. Ist natürlich auch eine Geduldssache, das ist klar. Ja, Mäßigkeit hat immer auch was mit Geduld zu tun. Aber auch hier haben wir wieder, ne, dass es eben etwas muss in den Ausgleich gehen. Sollte in den Ausgleich gehen. Aber eigentlich müsste, ne, weil wir das Kreuz dabei haben. Das heißt, er wird also so lang in seinem, ja, oder so lang in seinem Rückzug gehalten, sage ich jetzt mal, bis er sich hier im Endeffekt ausbalanciert, ausgleicht und eben vielleicht auch genau diverse Sachen erkennt. Ne? Also da haben wir hier den Ableiter von der aktuellen Situation. Passend auch zum Vollmond, ne? Den haben wir ja jetzt. Dass es da eben schon nochmal wichtig ist, ne? Da wird er auch hingetrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass man ihn da jetzt in irgendeiner Weise bestrafen möchte, sondern es geht einfach darum, dass er hier etwas zu lernen hat. Ne? Deswegen auch die Geburt, das ist hier noch nicht das, was es sein soll und das braucht noch etwas Zeit. Okay. Dann schauen wir uns mal den Turm an. Da haben wir den Schlüssel. Jo. Und wir haben hier die Lilien. Guck, es ist, ne, hebt sich auf hier. Kannst du drehen und wenden, wie du willst. Kann diesen Ausgleich leider nur finden, wenn er sich innehält. Ja? Wenn er wirklich mit sich, mit dem Inneren von sich beschäftigt. Und da wird er auch hingetrieben. Ne? Das heißt also, der bleibt jetzt hier wieder mit Sicherheit noch in der Winterszeit im Türmchen sitzen, ne? Bis er das hier begreift. Sehr strange. Okay. Eine tolle Karte, ne? Die Karte des Zerstörens. Das ist eben das, ne? Ich meine, gut, ich weiß nicht um dein Gegenüber, aber wenn er halt zu solchen Sachen neigt, ne, dass man sagt, okay, kriege ja nicht das, was ich will, dann mache ich es wieder kaputt. Und das ist halt, dass es dann wieder im Türmchen eben landet, ne? Und das ist das, was man hier einfach unterbindet, indem dass er nichts mehr zerstören kann. Das war im zweiten Teil in der Gegenwart von der aktuellen Situation, ne, dass man ihn da eben ausnockt, weil die Sachen, die er da an den Tag legt, einfach nicht konstruktiv sind. Ja? Also in welcher Form auch immer, aber es ist nicht förderlich für das Ganze, sondern es ist ja eher destruktiv. Ja? Also nichts Konstruktives, sondern etwas Destruktives. Und deswegen wird man ihn auch weiterhin im Türmchen halten. Ich habe ja gesagt, ne, er kommt, er steht so lange nicht auf, bis er hier dieses Zerstörerische sich anschaut, warum er das zum Beispiel macht, ja, warum er neidisch und missgünstig ist, warum er eifersüchtig ist, warum er anderen das Leben schwer machen muss. Ja, also wirklich dieses mit sich selber beschäftigen hier.
Vier der Stäbe. Weil es soll ja wieder, also, soll ja wieder in eine andere, also in eine andere Ebene. Das ist wieder eine, ne, so eine, wie eine Schlangenhaut im Endeffekt, die jetzt abzustreifen ist. Oder wie ein Küken, das aus dem Ei schlüpft jetzt. Ja, und ein Küken kann ja auch nicht vorher aus dem Ei schlüpfen, solange es nicht ausgereift ist, weil es wird keine paar Stunden wahrscheinlich überleben, ja, ohne dass jetzt jemand hier wieder aufpäppelt. Aber um das geht es jetzt gar nicht, dass hier jemand aufpäppelt, sondern es ist ja das, dass er selber wieder in seine Lebenslust reinkommt, in seine Freude, in seine Leichtigkeit. Ja, das ist seine eigene Aufgabe. Also vielleicht war das in der Vergangenheit so, dass man dann immer wieder aufgepäppelt hat, ja, oder immer wieder nachgegeben hat, das kann alles sein, immer wieder freundlich war. Aber hier spielt sich das nicht mehr. Na, das ist mitunter seine Aufgabe, dass er da selber reinkommt. Also er muss sich den ganzen Scheiß im Endeffekt hier selber anschauen. Und wenn er das nicht tut, dann bleibt er halt im Turm oder er fährt halt so lange an die Wand, bis er das Ganze hier versteht. Eine andere Erklärung habe ich für nicht. So, jetzt schauen wir mal auf Kreuz und Buch. Ja, guck mal, wer da fällt. Da haben wir noch die Liebe. Und die Karte wollte noch mit raus. Und dann nehmen wir sie auch mit raus. Und da haben wir den Bären. Ja, kann hier im Endeffekt dieses, man sieht ja dieses belastende Thema, was sich natürlich auch auf die Liebe schlägt, ne? Und man, es kann sein, dass es eine starke Liebe ist, die er hat zu dir. Aber hier geht es wirklich darum, dass er sich hier mit seinem Herzen auseinandersetzt und zwar mit Dingen, die noch aus seiner Vergangenheit stammen. Das kann jetzt hier ein Vaterthema sein, das kann ein Mutterthema sein, wie auch immer. Aber es geht hier in Sachen Liebe oder auf der Herzebene bei ihm um die Vergangenheit. Irgendetwas belastet ihn da oder es lastet etwas auf ihm. Und man sieht ja, dass das mit dem Buch für ihn überhaupt noch gar nicht greifbar ist. Ja, weil es liegt ja das Buch mit der offenen Seite zum Kreuz. Das heißt, das Buch wird sich hier öffnen. Es kann auch bedeuten, dass er sich eben auch mal öffnet für diese Dinge. Ja? Also nicht stur und starr da sitzt. Ne? Wie wir es hier mit dem Turm haben, sondern jetzt anfängt, sich wirklich diesen Kapiteln, die er da noch hat, anzuschauen. Kann auch sein, dass er vielleicht hier jemanden an der Seite hat, der ihm da hilft, ne, oder mit dem er lernt oder durch den er lernen kann. Vielleicht schickt man ihm auch jemanden. Aber letztendlich ist es so, hier ist einfach etwas, was aus der Vergangenheit stammt, etwas Altes. Und das muss sich öffnen. Das heißt, muss, darf sich öffnen und wird sich öffnen. Und wir haben hier unterm Deck die Sonne. Das heißt, ja, genau, da geht es um das Belichten, Beleuchten und dass eben auch wieder etwas Positives reinkommt. Ne? Die Geburt ist ein neuer Anfang, der positiv starten soll. Ne? Und da geht es halt auch darum, dass er sich hier auch mit sich auseinandersetzt. Ja? Aktiv in die Kommunikation geht mit sich selbst. Und schaut, welche Wege, welche Möglichkeiten gibt es, wie will ich weitergehen. Und da hat er die Spiritualität an seiner Seite. Das heißt, wird ihm sowieso offenbart werden, ja, wie ich es schon gesagt habe. Also die Spiritualität ist hier am Werkeln, na, dass er hier im Endeffekt sich von seinen Verletzungen, die er noch hat, ablösen kann. Und das ist auch das Problem, warum dieser Mensch so instabil ist oder unsicher ist. Ja, und das sind die Themen, die hier geklärt werden müssen. Also hier haben wir jemanden, der sehr unsicher ist, sehr instabil. Und jetzt geht es darum, dass dieser Mensch einfach hier mit sich selber oder vielleicht auch durch andere, ne, ich sage ja vielleicht auch durch Hilfe sich austauscht, wie man das Ganze hier ordnen und strukturieren kann und bereinigen kann. Ja. Und da haben wir die Wolken, das sind die Unsicherheiten, die Unklarheiten, die müssen abgeschlossen werden. Und guck, da haben wir gleich mal den Turm mit bei. Da kann auch dieses Kapitel geschlossen werden, ne, was hier seine Ängste aufzeigt. Da geht es um Muster. Guck mal. Ja, es ist schon so, wie ich gesagt habe, dass er immer das Gleiche macht, immer die Dinge wiederholen sich, verfällt auch vielleicht immer wieder in den alten Mist rein. Ne?
Und das ist halt zu lernen, dass man sagt, okay, du sollst aus diesen Fehlern, die du machst, auch wirklich lernen, ja, und nicht an diesen alten Glaubenssätzen, Mustern und Strukturen festhalten. Und man sieht, dass er da eben genau in diesen Kreisläufen drinnen hängt, ja, da kommt er nicht raus aktuell. Und da wird man ihm aber helfen. In dem Sinne wird man ihm helfen und dann öffnet sich das Ganze. Aber wie gesagt, es wird hier nicht schnell vorangehen. Hier ist jemand sehr langsam unterwegs, beziehungsweise es sind sehr kleine Schritte. Vor allem, wenn man sich vielleicht mit diesen Dingen noch nie in irgendeiner Weise beschäftigt hat, dann fällt es auch nicht so einfach, sich diesen Dingen zu widmen. Aber hier geht es einfach darum, dass er lernt und eine Sicht darauf bekommt, was sich hier wiederholt, was er immer wieder gleich macht, dass er immer wieder in das Alte zurückfällt. Und hier haben wir die Karte Treu. Na, da geht es also um Vertrauen, Selbstlosigkeit, Verlässlichkeit, na, was man vielleicht jetzt von ihm die ganze Zeit nicht haben konnte. Na, schau mal das Spiel, weil einfach keine Ernsthaftigkeit dahinter war. Ja, vielleicht habt ihr ein On-Off, das kann sein. Man war da nicht ehrlich, man hat es nicht ernst gemeint. Man hatte eben da, wie gesagt, es war irgendwie so eine Larifari-Geschichte, hat für seine Zwecke das Ganze hier benutzt, mit Gefühlen gespielt. Und jetzt geht es eben darum, dass er sich hier offen und ehrlich hinstellt und sagt, so, was habe ich hier eigentlich noch, ne, die Geheimnisse bzw. meine Aufgaben und muss mir das von der Seele reden lassen. Also es geht eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes darum, dass er die Hosen runterlässt. Ja? Und dazu braucht er jetzt erstmal ein Konzept. Achte Münzen, ne? Das ist Arbeiten daran. Aber dieses Mal eben mit Gewissheit, ne? Mit der Ernsthaftigkeit und nicht wieder so ein Schludri-Dudi und hier mal und da mal, was eh kein olles Schweinchen hier interessiert, sondern wirklich, wenn, dann vernünftig und ordentlich. Und deswegen, also solange er das nicht macht, bleibt er halt im Turm. Dann ist halt nichts mit Lebensfreude und Leichtigkeit. Sondern man wird ihn immer wieder zurückschmeißen. Also im Endeffekt Version 2 von Teil 1 der aktuellen Situation. Und hier haben wir die 10 der Stäbe, ist völlig überfordert. Ne? Also aktuell ist er völlig überfordert, belastet. Die 9 der Schwerter, ach je. Ne? Also viel Kummer, viel Sorge. Aber genau das ist es. Ne? Guckt euch mal die 2 Karten an. Er schreiste dir einen runter. Ne? Also es ist wirklich so, ne? Zuerst ist man wieder wutentbrannt und man ist eigentlich völlig fertig und dann hockt man wieder da, weil man im Endeffekt wieder alleine ist. Ne? Also wir haben ja das hier gehabt mit dem Zerstören. Ne? Hoppala. Zerstört dann wieder alles, ne? Dann ist er hier wieder überfordert mit der ganzen Situation und dann sitzt man wieder rum und denkt sich, fuck. Fühlt man sich wieder allein und einsam und ja, alles ist dann wieder scheiße im Endeffekt. Und der Bube der Schwerter sagt dann eigentlich, ja, dann musst du mal einsichtig werden und dir das hier anschauen, was hier eigentlich Sache ist, warum denn das Ganze immer wieder passiert, ne? Weil das haben wir hier in den Mustern und da wird er nicht drum rumkommen, der Freund. Weil hier haben wir schon den Hohepriester drunter. Ja? Also da geht es um die Sinnfindung des Ganzen. Ja, und dass er im Endeffekt sich damit auseinandersetzen muss. Und was ich schön finde, ist, dass wir hinter dem Hohepriester gleich den Stern haben. Also das ist von oben alles geführt, da kannst du machen, was du willst. Der kommt da nicht aus der Geschichte raus. Also wenn der meint, er wiederholt da wieder was, ja, dann wird er halt gleich wieder in den Turm katapultiert. Ja, und hier unten haben wir sogar den Narren. Ne? Geht auch wieder um das Neubeginn. Also er muss aus diesen alten Mustern raus. Ne? Definitiv, das passt ja hinten und vorne nicht. Und solange er sich nicht diesen Aufgaben hier widmet oder sich das Ganze hier anschaut, gibt es halt leider kein Vorwärtsgehen für ihn. Ne? Also bis früher sieht man jetzt, wird das locker noch dauern, weil hier einfach auch noch diverse Einsichten fehlen. Haben wir aber auch hier mit der Karte gehabt, ne? Die Kompromisse, dass man sagt, okay, da muss ich mal einlenken oder da muss ich mal irgendwie für mich jetzt eine Lösung finden, weil es geht ja irgendwie immer nicht weiter.
Na, man sieht hier auch die Sehnsuchtsvolle oder der Sehnsuchtsvolle. Man hat ja Sehnsucht, na, oder man kann gewisse Dinge einfach nicht loslassen. Er hängt in alten Erinnerungen fest oder in der Vergangenheit. Dann tut es ihm wieder leid. Na? Und das ist jetzt eigentlich, wo man sagt, man muss sich jetzt hier aber mal umdrehen von der ganzen Sache. Ja? Diesen inneren Kampf, den er da führt, den darf er abschließen. Der darf dann mit sich in den Frieden kommen. Deswegen haben wir ja die Lilien da. Und das ist jetzt eigentlich gerade der Hauptpunkt bei deinem Gegenüber, dass man sagt, okay, pass auf, du musst dein altes Leben hier verlassen. Na? Und befreie dich aus dem Ganzen, weil sonst wiederholt sich und du kommst halt nie an. Na, schau mal, und da ist auch die Zeit. Das heißt, ja, es ist schon der richtige Zeitpunkt jetzt. Und das ist halt einfach eine Entwicklungszeit. Und wir haben jetzt hier mit dem Schneeflöckchen, also wie schön der Übergang heute wieder ist, ne, haben wir halt hier ja, momentan im Winter noch eben genau diese Stimmung, ne, dass man sagt, jo, da es geht halt gerade nichts vorwärts jetzt. Und es kann schon sein, dass er da irgendwo frostige Stimmung ist oder dass er seine Gefühle immer noch versteckt, distanziertes Verhalten, auf Abstand ist. Ne? Weil wir, da haben wir den Wellengang, den wir ja auch bei dir schon hatten, ist ungemütlich momentan für ihn auch. Ne? Also ich habe ja gesagt, das ist hier nichts, wo man sagt, man scheint ihm die Sonne hier aus dem Hintern. Nö, tut's nicht. Sondern es ist alles belastend, es ist alles ja, scheiße, ja, überfordert, komplett überfordert mit allem. Aber wir haben hier schon die Glühbirne. Das heißt, es wird ihm ein Licht aufgehen. Er wird schon eine Lösung finden. Und diese Lernaufgabe, die hier ist, die wird er auch abschließen. Also wie gesagt, göttliche Welt oder das Universum ist hier eh am Mitwirken. Und guck mal, was hier noch unten ist, der Vollmond. Und momentan ist ja der Vollmond, ja, man sieht ja die gereizte Stimmung, das passt. Ne? Also er ist wirklich, vielleicht ist er übermüdet, nervös, auch hier wieder keine gute Stimmung. Ne? Und jetzt haben wir auch wieder hier die Themen aus der Vergangenheit kommen hoch. Ja? Und da wird er eben einfach. Ja, nicht drum rumkommen, sich diverse Dinge anzuschauen. So ist es halt. Ne? Also so schaut es jetzt hier gerade bei deinem Gegenüber aus. Ja, nicht sonderlich prickelnd. Gar nicht. Aber hilft nichts. Na, unsere Wände, gegen die wir gelaufen sind, die waren auch nicht aus Zuckerguss. Sondern wir haben uns auch oft genug den Schädel eingerannt. Aber es ist halt einfach ein Prozess und da kommen die Herrschaften ja auch leider nicht raus. Es wäre ja fatal, ne? Wenn die Männer hier nichts anschauen müssten, sondern nur wir Damen oder nur wir an diesen Themchen da immer beschäftigt sind und uns weiterentwickeln und die Männer nicht. Also dann haben wir ja wieder keine Augenhöhe, dann ist ja wieder kein Ausgleich, keine Basis da. Also von daher. Ja, aber wie gesagt, man merkt es eh aktuell, dass es alle, die hier noch mit ihren selbstgezimmerten Konstrukten rumfuchteln, die zerlegt es gerade eben alle. Ja, das ist, wie ich schon sagte, dass hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja, also man sieht dann auch die ganzen toxischen Personen, man sieht die noch anderen Personen. Also es ist so wirklich gerade so ein Auseinanderfinden. Fützeln, finde ich. Ja, ist mal meine Meinung, weiß nicht, wie ihr dazu denkt, aber genauso ist es aktuell. Wer halt jetzt nicht mitgeht, für den wird es halt nicht schöner, ne? Wird es halt eher unangenehmer. Ja, eine eher etwas gediegene Botschaft heute, aber so ist es, so schaut es jetzt hier bei deinem Gegenüber aus. Also hier brauchst du nicht meinen, dass dem gerade gut geht oder auch wenn er vielleicht den schönen Schein nach außen wahrt, aber innen schaut es hier katastrophal aus. Also es geht ihm nicht gut und ja, der darf sich noch wohl mit einigen Dingen auseinandersetzen. Gut, dann lassen wir das mal so und wenn ihr mögt, sehen wir uns in der 3 ist einer zu viel Trilogie. Da kommen die ersten Teile dann und dann schauen wir mal wieder weiter. Na, was ich so zeigen möchte. In diesem Sinne, ich drücke euch und hab euch lieb und wir sehen uns wieder und ja, bis bald. Ciao, ciao.